Shorty mit Jay Cloud und Gofi von der Bassgang. Hallo. Hey. Bring mal bitte folgenden Satz zu Ende. Sneaker sind besser als alle anderen Schuhe, weil? Weil sie bequem sind. Weil sie besser aussehen. Was war der beste Sneaker, den ihr jemals getragen habt? Oh, schwierige Frage. Sehr schwierige Frage. Doch, der Reebok eigentlich, ne? Reebok Classic, ja, Mann. Ja. Doch, Reebok Classic war schon. Was ist euer Holy Grail, also der Schuh, den ihr unbedingt mal besitzen wollt? Den originalen 6er Jordan von 1991. Das wäre mein Dream, Digga. Das wäre dein Dream? Ja, das war auch der allererste Schuh, den ich hatte. Ich hatte wirklich das Lebensschuh, Digga. Ach, stimmt, die sind ganz klein. Ja, stimmt. Digga, ich habe ihn geguckt, der kostet über 2000 Dollar. Das kann kein Mensch mehr leisten. Das würde ich niemals an meinem Fuß tragen. Ugg-Boots. Ganz schlimm, Digga. In London laufen manche Leute damit rum, Digga. Manche Typen, Digga. Die gingen wirklich gar nicht mehr. Nee, stimmt schon. Das sind die No-Go. Wie viele Sneaker habt ihr? Wie viele Sneaker haben wir? Gefühlte 10 Paar? Ja, bei mir ist auch so ungefähr 10 bis 15 Paar, ja. Was ist eure Lieblingsmarke? Oh. Lieblingsmarke? Bassgang. Was ist eure Lieblingskollaboration auf einem Sneaker? Mein Favorite ist dann der Pigalle Nike Air Raid. Dieser rosa, ich weiß nicht, was für eine komische Farbe das ist. Ich weiß nicht, was ich meine. Den mit diesen zwei Laschen drüber. Kennst du den? Ah, Digga, so den, der sieht dope aus. Das, ja, ich glaube, das ist schon mein Lieblingskollabo gewesen jetzt in letzter Zeit. Wie würde es aussehen, wenn ihr selber einen Sneaker designen würdet? Na, so wie man es heute gesehen hat. Bei mir wäre der auf jeden Fall ziemlich schlicht. Ja. So, ich mag es halt einfach einfarbig. Ich bin nicht so der bunte Vogel, wie man auch hier so sieht. Ja, also wenn man jetzt wirklich aus allen, aus unserer Crew wirklich die Gedanken zusammensammelt und einen Schuh kreiert, der wäre eigentlich ziemlich bunt irgendwo. Ja, ich glaube auch. Ja. So ja, der war schon bunt. Leicht schlicht, aber auch irgendwo bunt. Ja. Also. Steht ihr auf Running-Silhouetten oder auf Basketball-Silhouetten? Oh, beides. Beides, bei ja. mir ist auch beides. Bei mir ist auch auf jeden Fall beides. Ja. Wo kauft ihr eure Schuhe? Also bei mir eigentlich so. Ich krieg mir schon geschenkt. Aber es ist wenigstens ehrlich. Wie viel Geld würdet ihr maximal für den Schuh investieren? Es kommt nicht. Ich finde, es kommt drauf an, was für einer. Ja. Also es ist halt immer unterschiedlich. Da gibt es keinen festen Preis. Ja, so. Keinen festen Preis. Also, wenn es wirklich der Schuh ist, dann würde ich halt auch den entsprechenden Preis bezahlen. Ja, aber bezahlen. Was würdest du denn bezahlen? So. Wow. Du bist broke, man. Was war euer dümmster Sneakerkauf bisher? Ich hatte zum Glück noch keinen. Digga, doch. Digga, den muss ich jetzt erzählen, Digga. Ich hatte früher mit 14, wie ist die da, das Priest? Digga, die hatten einfach Felgen im Schuh. Die hatten so Felgen hier so. Und wenn man so gelaufen ist, waren so Basketballschuhe, dann haben sich die Felgen gedreht. Das waren so meine Jugendsünden, aber da war ich noch voll auf diesen Hip-Hop. So. Deswegen. Was nervt euch am meisten am Sneaker-Game? Trends. Und was ist die beste Erklärung, um eurer Freundin mitzuteilen, dass ihr schon wieder neue Schuhe für euch gekauft habt? Die wurden uns gesponsert. was wäre die Erklärung? Keine Ahnung. Ich meine, ein Paar geht immer. So, ne? Ein neues Paar geht immer. Und ich meine, am Ende, umso mehr Paare man hat, umso weniger gehen deine Schuhe auch kaputt. Weißt du, ich meine, so, das würde ich jetzt mal schick erklären. So. Vielen, vielen Dank. Das Kein war's. Kein Problem.